Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Shop My Stash Video, in dem ich einfach Produkte rauskrame aus meiner Sammlung, die ich schon länger nicht mehr benutzt habe, die es aber noch gibt. Und die werde ich euch auch auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken, falls da irgendwas bei ist, was euch jetzt gleich interessieren wird. Die erste Sache ist schon ein Weilchen auf meinem Gesicht. Die habe ich nämlich so ein bisschen einwirken lassen. Und zwar ist das der AHA Glow Booster von Beauty Mates. Ich habe ihn in Kombination mit der Hyaluron Cream Boost verwendet. Ich blende euch ein, wie ich das Ganze zusammenmische und aufgetragen habe. Aber wahrscheinlich kennt ihr das auch schon. Dieser Booster hier, das ist ein chemisches Peeling. Also das sorgt dafür, dass eure Haut von abgestorbenen Hautschüppchen befreit wird. Dieses Peeling hat aber keine Peeling-Körner. Und ja, das Ganze kann man sich entweder, so wie ich es gemacht habe, in die Creme mischen. Man könnte es aber auch zweimal wöchentlich direkt mit einem Wattepad aufs Gesicht tragen. Eben pur unverdünnt. Man muss allerdings darauf achten. Also am besten macht man es tatsächlich nicht tagsüber, so wie ich das heute gemacht habe, sondern abends, dass die Haut einfach genügend Zeit hat, sich zu regenerieren. Denn so ein Peeling ist für die Haut auch ein bisschen Arbeit. Und ganz wichtig, und das werde ich jetzt nämlich auch machen, ist am Folgetag auf jeden Fall Sonnenschutz aufzutragen. Eigentlich soll man ja sowieso jeden Tag Lichtschutzfaktor auftragen, weil das eben ja das beste Mittel gegen Hautalterung ist tatsächlich. Und das habe ich mir jetzt auch tatsächlich relativ gut angewöhnt. Also ich benutze eigentlich ja fast jeden Tag, es sei denn, ich weiß, es ist wirklich super grau. Ich gehe heute ganz bestimmt nicht viel raus, dann vielleicht auch mal nicht. Aber wenn ich weiß, okay, heute bin ich viel draußen, dann trage ich mir auf jeden Fall auch einen Sonnenschutz aufs Gesicht auf. Ich habe jetzt hier von DM Sundance das mattierende Sonnenfluid. Das ist auch speziell fürs Gesicht. Es gibt auch von vielen anderen Marken speziell Gesichtssonnencreme. Und solche Gesichtssonnencremes, die sollen eben nicht ganz so speckig aussehen. Ich persönlich mag das ja, wenn mein Gesicht glänzt. Es wird natürlich gleich noch ein bisschen abmattiert werden durchs Puder, aber ich persönlich habe damit auf jeden Fall kein Problem, wenn es ein bisschen durchglänzt. Und ich finde, diese Sonnencremes fürs Gesicht, die funktionieren auch super gut mit der Foundation, die man dann drüber gibt. Also ich habe damit noch nie ein Problem gehabt, dass die Foundation irgendwie fleckig wurde oder irgendwie verrutscht ist oder sowas. Also von daher ja, kann ich sowas immer sehr empfehlen. Und ja, dieser Booster, wie gesagt, könnt ihr auftragen, wann ihr wollt. Aber besser ist noch, den tatsächlich abends drauf zu machen und eben auch nicht täglich, ne? Das ist ganz wichtig bei so einem chemischen Peeling. Ich habe hier übrigens schon die neuere Fläschchen-Variante. Die Fläschchen wurden ja überarbeitet. Vorher waren es so ja, milchige Glasfläschchen. Fand ich auch sehr schön. Es ist erstmal ein bisschen mehr Inhalt drin tatsächlich. Der Preis ist aber gleich geblieben. Und ich finde die Pipette wirklich besser. Und auch das Produkt an sich ist ein bisschen flüssiger gemacht worden. Also die Inhaltsstoffe sind gleich, aber ja, es ist ein bisschen flüssiger, dass es eben mit der Pipette sehr leicht zu entnehmen und sehr leicht zu dosieren ist. Ja, also ich finde die neuen Fläschchen sehr gut und ja, ihr könnt die passende Creme dazu verwenden, müsst es aber nicht, denn diese Booster sind auch dafür gedacht, dass sie in jeder anderen Tagescreme, Tagespflege funktionieren. Und ihr könnt auch nicht nur einen Booster nehmen, sondern verschiedene Booster auch mischen, je nachdem, was so eure Hautbedürfnisse sind. Und ja, ich werde euch die Produkte, die ich jetzt benutzt habe, unten in der Infobox verlinken, zusammen mit meinem Rabattcode, den ich ja immer für euch habe. Und auch noch den Produktberater. Da könnt ihr nämlich genau eingeben, was habt ihr für einen Hauttyp, was braucht eure Haut, und dann werden euch passende Produkte vorgeschlagen. Gut, machen wir weiter mit der Foundation. Ich habe mich heute für eine leichte Foundation entschieden, und zwar von Essence. Das ist die Pretty Natural Hydrating Foundation. Heute wollte ich nur eine leichte Deckkraft haben, weil ich mich heute auf jeden Fall noch in die Sonne legen werde. Deswegen benutze ich hier ganz wenig. Ich mag diese Foundation wirklich sehr gerne. Sie ist total, erstmal ist sie günstig, ne? Günstig. Sie hat eine große Farbauswahl. Ich habe übrigens die Farbe 050, Natural Champagne, falls das jemanden interessiert. Ich finde die auch super leicht in der Anwendung. Also sie macht einfach eine leichte Deckkraft. Natürlich kann man das ein bisschen aufbauen, aber mir reicht eigentlich eine Schicht ganz gut aus. Dann habe ich einfach ein bisschen geebnetes Hautbild und ein bisschen Tönung, also ein bisschen Farbe. Aber es ist wirklich sehr natürlich,
wie eben auch der Name der Foundation, ne? Pretty Natural. Das trifft auf jeden Fall zu und das finde ich auch im Alltag und gerade auch im Sommer sehr, sehr schön einfach. Wenn gerade so Sommersprossen bei mir, wenn die durchkommen, also im Sommer, finde ich Sommersprossen auch ganz gut. Also wenn euch auch eine eher leichte Deckkraft ausreicht, dann ist die Foundation wirklich sehr schön, gerade für den Sommer. Als Concealer werde ich den Löscher, Instant Anti-Age Löscher von Maybelline verwenden. Da habe ich eine etwas zu dunkle Farbe und zwar die 01 Light. Also die ist tatsächlich relativ dunkel. Also light finde ich sie nicht wirklich. Es gibt aber noch die 005, glaube ich, die heißt dann Fair, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, die ist dann einfach nochmal ein Ticken heller. Ich werde den Concealer jetzt auch als Lidschattenbase verwenden. Dann werde ich das Ganze jetzt natürlich ein bisschen abpudern und zwar mit dem Manhattan Soft Compact Powder. Das habe ich in der Farbe 3. Die Manhattan Puder, also es gibt ja die gepressten, wie das hier. Es gibt auch die losen Puder. Finde ich beide ziemlich gut, muss ich sagen. Also habe ich schon häufig verwendet. Und dann könnt ihr auch sehen, dass eben dieser starke Glanz dann auch nicht mehr so stark ist, ne? Also dieser Sonnencreme-Glanz. Und die Haut fühlt sich jetzt relativ seidig an, sodass eben die kommenden Tarnprodukte gut drauf funktionieren sollten. Ich habe mich heute entschieden für zwei Miss Lynn Produkte. Die gibt es online in verschiedenen Shops oder auch, glaube ich, bei Müller. Ich habe hier einmal den Beach Please Bronzer in der Farbe Holiday Hooray. Sieht so aus, finde ich optisch auf jeden Fall ganz süß. Das ist ein mattes Produkt, hat auch noch so einen kleinen Spiegel mit drin. Hier seht ihr die Farbe. Ich finde die Farbe sehr passend, muss ich sagen. Es ist nicht zu warm, nicht zu kühl. Von der Pigmentierung her finde ich es ganz gut. Also es ist nicht zu stark, aber man sieht auf jeden Fall das Produkt mit einer Schicht. Und der oder das Blush heißt Treat Me Sweet in der Farbe Missing Your Kissing. Das ist so ein Rosaton. Gibt es auch noch in weiteren Farben. Dieser Ton hat noch so ein bisschen Schimmer mit drin. Ist auch, also auf jeden Fall vernünftig pigmentiert. Es gibt auch noch krassere Farben. Ich hatte auch mal so ein richtiges, ich glaube, das hieß auch Flamingo, so ein richtig heftiges Pink. Das habe ich aber mittlerweile aussortiert. Ich glaube, das hat jemand von euch bekommen. Ich glaube, das habe ich verschickt. Okay, ja, das ist das Blush. Ich finde es ja, schon so ein bisschen kräftig, aber ich finde, Blush verschwindet auch im Laufe des Tages immer gerne. Deswegen ist es nicht ganz so tragisch, wenn es am Anfang ein bisschen viel aussieht, weil, ja, nach ein paar Stündchen ist es auf jeden Fall also ein bisschen verblasst. Als Highlighter verwende ich von Catrice den High Glow Mineral Highlighter in der Farbe 010. Zu Catrice hatte ich ja ein ganz ausführliches Review-Video schon gemacht. Da habe ich nämlich alle meine Catrice-Produkte, die es auch aktuell noch erhältlich gibt, in so ein Ranking gepackt von Flop zu absolutem Lieblingsprodukt. Und da habe ich ja, ganz ausführlich was zu erzählt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, kann ich euch das sehr ans Herz legen. Es war nämlich wirklich ein aufwendiges Video und da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Das werde ich euch gerne hier oben, glaube ich, bei dem kleinen i verlinken. Oder da oben? Ich glaube da oben. So, die Tarnprodukte wären damit abgeschlossen. Dann komme ich jetzt zum Augen-Make-up. Ihr habt die Palette wahrscheinlich schon erkannt. Und zwar ist das von Urban Decay, die Naked Heat Palette, die ich heute mal wieder benutzen möchte. Die ist wunderschön. Also ich liebe das Packaging. Ich finde diese neueren Urban Decay Naked Paletten optisch sehr, sehr toll. Und das sind hier eben, ja, passend zum Namen, sehr warme, rötliche Töne, bräunliche Töne. Und ja, da werde ich jetzt mal was draus schminken. Ich hole euch ein bisschen dichter ran, damit ihr das besser sehen könnt. Ich werde jetzt erstmal einen matten Farbton nehmen, um das Lid so ein bisschen zu grundieren. Dafür nehme ich die Farbe Chaser. Gehe ich jetzt einfach erstmal ganz grob über mein gesamtes Lid.
um nochmal so ein bisschen die Äderchen abzudecken, die so durchblinzeln. Dann würde ich mich für die Farbe Low Blow entscheiden als Lidfaltenfarbe. Ich glaube, die Naked Heat Palette war die erste dieser Naked-Serie, die so ein bisschen aus dem alten Schema ausgebrochen ist. Also vorher gab es die Naked 1, 2, 3 Paletten, die einfach von der Pigmentierung her, weil die aber auch schon wirklich alt sind, nicht so mega toll waren. Wobei damals waren sie absolut gehypt, aber die Qualität von Lidschatten hat sich einfach in den letzten Jahren auch sehr verbessert. Ich glaube, dann gab es noch nach der 3 die Smoky Palette, die habe ich nie ausprobiert, die war aber auch nicht so gut bewertet. Und dann fing es eben an mit der Heat, der Cherry, der Honey, Ultraviolet, Reloaded und so. Wie heißt die neueste? Most Wanted. Die habe ich übrigens jetzt bestellt. Und da ist einfach die Qualität sehr viel besser. Und ihr seht, ne, kommt ordentlich Farbe rauf, lässt sich gut mitarbeiten, lässt sich gut verblenden. Ich werde sie nach oben hin verblenden mit der hellsten Farbe. Die nennt sich Ounce, wenn ich das richtig ausspreche. Die trage ich unter meinem braunen Bogen ein bisschen auf. Das ist so ein leicht schimmriges Cremeweiß. Dann würde ich jetzt gerne am Außenwinkel ein bisschen schattieren. Und dafür würde ich mal die Farbe Ashes nehmen. Dieser dunkelste Farbton hier, das ist so ein leichtes, ja so ein Aubergine-Ton, also so ein bisschen lila mit drin. Das ist ein ganz hübscher Farbton, finde ich. Also es gefällt mir immer gut, so ein Aubergine zum Schattieren, gerade so zu wärmeren Augen-Make-ups. Ich trage den auch so ein bisschen am unteren Wimpernkranz auf, dass das einfach so eine Verbindung gibt. Und dann softe ich das nochmal mit dem Pinsel von eben ein bisschen aus. Dann würde ich jetzt nochmal die Farbe He Devil nehmen. Trage ich noch so ein bisschen als Verbindungsfarbe genau in der Lidfalte auf. Das macht das Ganze nochmal so ein bisschen wärmer, rötlicher. Und dann würde ich jetzt einen Schimmerfarbton nehmen, und zwar die Farbe Lumber trage ich mir mit dem Finger auf. Und doch, die Schimmertöne sind wirklich sehr, sehr schön. Sehr schön fein und gleichmäßig schimmernd, haben eine tolle Pigmentierung, sind sehr weich und buttrig von der Textur. Genau, das zum Naked Heat Augen-Make-up. Ihr wisst, ich liebe solche warmen Looks, trage ich sehr häufig und sehr gerne. Als Eyeliner verwende ich die Kombi Mesauda Milano. Das ist, ja, den habe ich euch auch schon öfter vorgestellt, ein Eyeliner mit einer beweglichen Pinselspitze. Den habe ich jetzt nicht rausgekramt, sondern den benutze ich schon seit Wochen täglich als Eyeliner. Funktioniert immer noch super, also gibt noch super Farbe ab. Aber weil er eben diese bewegliche Spitze hat, mache ich meinen Wing mit einem festeren, also was die Spitze angeht, Eyeliner. Ich habe jetzt von Rival de Loop Young, da habe ich ja so viele Backups damals gekauft, den Eyeliner Pen Black, gibt es jetzt von Rival Loves Me. So, ein bisschen schwarzen Kajal für die obere und untere Wasserlinie. Als Mascara nehme ich von Urban Decay die Perversion Mascara. Ich habe hier die etwas kleinere Variante, gibt es aber auch noch eine Nummer größer. Das Bürstchen ist ziemlich groß, aber ich komme damit gut zurecht. Ich finde, die Mascara verlängert die Wimpern sehr gut. Verklebt sie nicht zu stark. So sieht das Ganze aus. Ich finde die Mascara auf jeden Fall gut, kann ich weiterempfehlen. Aber ihr wisst, ich würde mir selber nie so teure Mascaras kaufen, weil ich finde, günstige Mascaras tun ihren Job genauso gut. Für die Augenbrauen verwende ich eins meiner liebsten Produkte, und zwar den Eyebrow Stylist von Catrice in der Farbe 020 Date with Ashton. Habe ich schon so oft
gezeigt, ist einfach so ein All-Time-Favorite, weil das einfach so problemlos und schnell die Augenbrauen nachmalt, ausfüllt. Die Farbe ist super für dunkelblonde Augenbrauen. Gibt es natürlich noch in weiteren Farbtönen. Die Textur ist relativ fest, aber nicht zu kratzig. Und eben, ja, dadurch, dass sie eher fester ist, verschmiert das nicht. Also man muss nicht so viel ausbessern oder aushoften. Deswegen ist es einfach so ein schnelles, unkompliziertes Augenbrauen ausfüllen damit. Und genau das mag ich gerne. Er hat am anderen Ende auch noch eine Spoolie-Bürste, also wenn man keine hat, dann ist da eine dran. Und dann kann ich zum Schluss zu den Lippen kommen. Ich merke, ich habe gar kein Fixing-Spray jetzt mitgenommen, aber ist nicht so dramatisch. Für die Lippen werde ich einen Lip Liner verwenden, und zwar von Max Factor aus der Color Elixir Serie, die Farbe 06 Mauve Moment. Der ist sehr, sehr schön. Das ist ein anspitzbarer Lip Liner mit einer sehr angenehmen Textur. Die ist auch nicht zu glitschig, zu cremig, aber eben auch nicht zu trocken. Ich mag den Farbton sehr gerne. Also es ist so ein, ja, Mauve eben, also so ein lila Beere Nude. Ein bisschen kühl im Unterton. Dann zoome ich einmal wieder raus, dann könnt ihr den ganzen Look nochmal anschauen. Also vielleicht passt jetzt der Lippenstift nicht optimal zum warmen Augen-Make-up, aber ist nicht so schlimm. Ich achte da jetzt immer nicht so krass drauf. Also ich finde den Look auf jeden Fall schön. Das waren jetzt alles Produkte, die ich bedenkenlos weiterempfehlen kann, die ich wirklich gerne benutze, immer wieder rauskrame und die gut und einfach funktionieren und ihren Job erfüllen. Also von daher, ja, hoffe ich, dass euch der Look auch gefällt, das Endergebnis. Und ja, dann würde ich sagen, war es das zu diesem Video. Rede ich nicht länger als unbedingt notwendig. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, fürs Reinklicken und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.